Moin Moin und herzlich willkommen zu dieser Bauchhiof-Sendung, in der es heute darum gehen soll, was ich heute, 4 Jahre nach der Aktion auf der Bäckerfinca, von dieser Aktion auf der Bäckerfinca halte. Das jährt sich für mich heute zum 4. Mal, das ist der 21.5. Mal wieder. Und am 21.05., für all die, die es nicht mitbekommen haben, 2018, habe ich die Gelegenheit genutzt, die leerstehende und seit Jahren verfallende Finca von Boris Becker auf Mallorca vor dem weiteren Verfall zu retten. Im Prinzip habe ich da 2 Dinge gemacht. Von denen eine Sache, also eigentlich waren es 3 Dinge, von denen eine super cool funktioniert hat, und das war eine gewisse Medienzensur zu durchbrechen, der nach ich so vorher nicht wirklich vorgesehen war, im Fernsehen aufzutreten und das dann auch noch weltweit. Und das auch mit Bravour geschafft habe. Die Geschichte ist dann am Ende in 162 Ländern der Welt in der Presse gelandet, also in der Zeitung und Druckpresse, und von Amerika bis Russland im Fernsehen. Und ja, wo ich dann als Hippie-Guru bekannt geworden bin. Das Zweite, was dann nicht so toll funktioniert hat, war, dass ich eigentlich Werbung für mein Buch 2020, die neue Erde, damit machen wollte. Was deswegen nicht wirklich funktioniert hat, weil so ziemlich, es war sehr interessant, dass alle sich über die lest2020.de totgeschwiegen haben. Also meine Webseite, über die man meine Bücher kaufen kann. Es ist tatsächlich so gewesen, dass ich sogar allen gesagt habe, ihr braucht mir für die Interviews nichts zu bezahlen. Druckt oder zeigt einfach die www.les2020.de, blendet die ein und dann gebe ich alle sämtlichen Interviews für umsonst. Da hat sich aber lustigerweise tatsächlich niemand drauf eingelassen und niemand hat das abgedruckt, bis auf, werde ich nie vergessen, die Mallorca-Zeitung. Das sogar 2-mal, glaube ich, getan hat, weil sie einmal sogar einen Blogartikel von mir abgedruckt haben, wo natürlich auch die Webseite drunter stand. Das war auch von der lest2020.de aus dem Blog. Also das hat überhaupt nicht funktioniert. Werbung für mein Buch 2020, die neue Erde zu machen. Wer das noch nicht kennt, darf sich das gerne hier angucken. Das habe ich vorgelesen auf YouTube. Kann es auch gerne bestellen, wenn er möchte. Freut mich auch immer. Ja, ist aber nicht so wichtig jetzt gerade. Das Wichtigste ist, dass ihr es kennt, nicht dass ihr es kauft. Das war aber auch immer schon mein Reden über dieses Buch. Und das Dritte, was ich da angegangen bin, was auch letztendlich jetzt doch, wie es aussieht, offensichtlich funktioniert hat, allerdings auf eine völlig andere Art und Weise, als ich das eigentlich angedacht, geplant hatte, war die Lebensraumrettung von 22 Hektar Land, das da einfach so vor sich hin verfallen ist. Und das hat aus verschiedenen Gründen nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Der Hauptgrund war wohl wahrscheinlich, dass ich mir da einfach die falschen Leute für rangeholt habe, die das nämlich einfach einen Scheißdreck interessiert hat, was ich da eigentlich machen wollte, die dann da lieber ihr eigenes Spiel machen wollten und vor allen Dingen halt, die halt eben einfach auch weltberühmt werden wollten und das dann am besten halt so, dass, versucht haben, den Bauchi da einfach auszuboten und die Show zu übernehmen. Und das hat halt eben auch überhaupt nicht funktioniert. Wann immer ich da weg war, war die Show vorbei. Und immer wenn ich wieder hingegangen bin, ging die Show weiter. Ich bin halt 2-mal da gewesen, für die, die es nicht wissen. Einmal 2 Monate, bis man mich rausgeekelt hatte.
und dann 7 Monate später nochmal für 8 Monate, wo ich dann gegangen bin, nachdem man mich dann allen Ernstes verprügeln wollte in meinem eigenen Wohnzimmer und das auch versucht hat. Und sich dann gewundert hat, dass das nicht so gut funktioniert hat, weil auch wenn der Bauchi ein Pazifist ist, heißt das nicht, dass der sich einfach so von irgendwelchen Hottentotten verprügeln lässt. Ich mache seit Jahren mein Tai-Chi-Training. Hat sich halt keiner drunter vorstellen können, was das bedeutet, den Kampf auszuweichen. Ich bin da relativ gut drin, deswegen findet man mich auch sehr, sehr selten bis überhaupt nie in irgendwelchen Prügeleien. Ja, so viel dazu. Also, was habe ich da gemacht? Nochmal 3 Dinge. Werbung für mein Buch hat nicht so richtig funktioniert. Diese Fresse bekannt machen hat funktioniert. Den Lebensraum retten hat funktioniert, nachdem in der vorletzten Woche wohl irgendwie rauskam, dass ein Marcel Remus wohl doch mal was Geld da rein investiert hat, um das Ding dann eventuell doch noch verkaufen zu können. Ja, dann habe ich hier, so ein paar Stichpunkte gemacht auf meinem schlauen Zettel, ne? Deswegen gucke ich hier auch zwischendurch mal hin. Was würde ich heute anders machen? Was ich heute definitiv anders machen würde, ist nicht mehr mich vor eine Fernsehkamera zu stellen und offen zu sagen, ja, wenn ihr hier Bock habt mitzumachen, dann kommt einfach vorbei. Genau dadurch habe ich nämlich diese Energievampire wesentlich schneller da gehabt, als die, die es ernsthaft mitmachen wollten, überhaupt geschafft haben, daherzukommen. Weil die, die es ernst gemeint haben, die hatten tatsächlich, die meinen im Ganzen auch Sachen ernst und mussten erstmal gewisse Sachen, die sie noch in ihrem Leben hatten, auch erstmal abschließen. Und als sie dann gekommen sind, relativ schnell wieder gegangen sind, wenn sie denn überhaupt gekommen sind, weil ich auch beim ersten Mal schon relativ schnell dann angefangen habe, abzublasen und den Leuten, die kommen wollten, von denen ich wusste, die wären es wert gewesen, da auch bei zu sein, schon wieder so Rückzieher zu machen und sagen, nee, lieber nicht. Und dann halt auch eben die Fernsehshow abgebrochen habe, weil ich halt eben gemerkt habe, bei dem, was hier läuft, also die habe ich schon nach einem Monat, habe ich die Medienshow abgebrochen, weil ich gemerkt habe, bei dem, was hier läuft, das ist nicht das, was ich zeigen will und werde. Folglich ist da nichts gezeigt worden. Der Ingo Wohlfeil von der Bild-Zeitung, der mich dann halt eben auch zum Hippie-Guru gemacht hat, der hatte mir mal zwischendurch die Frage gestellt, wie ich denn damit zurechtkomme, dass die Medien mich so instrumentalisieren. Und ich glaube, der hat bis heute meine Antwort nicht verstanden. Und meine Antwort war, Ingo, zum einen ist der Bauchi eine Kunstfigur, die explizit dazu geschaffen wurde, medial instrumentalisiert zu werden. Zum anderen darf es aber nicht im Trugschluss sich hingeben, dass die Medien mich instrumentalisieren würden. Tatsächlich war es so, dass die Medien erst ins Spiel kamen, als ich gepfiffen habe. Es gibt nämlich einen Grund dafür, warum für mich das Stichdatum der 21.05.2018 ist und für die Medien der 26. Am 26. kam das alles dann auf der Titelseite der Bild raus. Da war ich aber schon 5 Tage auf der Finca. Und diese 5 Tage, die hatte ich mir quasi gegeben. Also zumindest 3 davon, bis mit Montag, Dienstag, Mittwoch. Und da einfach mal schon mal ein bisschen sauber zu machen, einen optischen Unterschied herzustellen, damit ich den Medien tatsächlich dann auch was zeigen kann. Also die ganze Sache war von mir vorher durchgeplant und nicht von den Medien. Die Medien waren auf dem Plan und kamen auch dann in dem Moment, wo ich dann mit den Fingern geschnipst habe, dann an. Das war dann donnerstags. Und samstags ist es dann publik geworden.
war mein Spiel und nicht das von dem Herrn Wohlfeil, auch wenn der das bis heute nicht begreifen mag. Und das ist was, was ich heute auf jeden Fall nicht anders machen würde. Ich würde definitiv die Medienshow weiter so behandeln. Also das, die war halt für mich eben auch nicht da, um Geld damit zu verdienen. Und das ist was, was einige von den Trollen, die dann da waren, halt gar nicht gern gesehen haben. Da war es tatsächlich so, dass wann immer ich ein Interview hatte, die hinterher da standen, wir wollen auch von dem Geld, wir wollen auch von dem Geld. Und da ist teilweise gar kein Geld geflossen. Ich habe hinterher tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, die Interviews einfach umsonst gemacht, weil für mich die Medienshow eben explizit dazu da war, meine Bücher zu bewerben und darüber Geld zu verdienen, was dann zur Verfügung steht. Und das hätte dann, wenn die Medien es beworben hätten oder sie beworben hätten, definitiv viel, 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 viel mehr gewesen, als das, was ich durch die Interviews bekommen habe. Das haben aber diese kleingeistigen Spacken nicht auf Kette gekriegt und sind mir da, von daher halt eben total in Karren gefahren, haben sich hintergangen gefühlt und ausgebeutet und ja, keine Ahnung. Dabei war ich eigentlich der, die ganzen, ich bin da 7 Stunden dann mit den Medien jeweils für jedes Interview dann da über das Gelände gelaufen und habe das Interview gegeben und für Material gesorgt, dass die drehen konnten und sonst was, während dann halt andere Leute da gar nicht gezeigt werden wollten, weil sie ja in Deutschland Geld vom Sozialamt noch bekommen haben und man und das Sozialamt nicht wissen durfte, dass die da sind und so, ja. Ich will jetzt hier überhaupt gar keine schmutzige Wäsche waschen. Das ist nicht der Grund für dieses Thema, nicht der Grund für dieses Video. Es ist einfach ein Teil des Ganzen, der mich natürlich auch noch sehr beschäftigt, weil ich natürlich durch diese Leute einen ganzen Haufen verloren habe und halt eben vieles, was ich so geplant hatte, so wie ich es geplant hatte, nicht machen konnte. Was würde ich also heute anders machen? Ich würde heute definitiv nicht mehr offen einladen, sondern definitiv mir mein Team wieder aus denen zusammencasten, die ich kenne und dann auch geduldig auf die warten, bis die da sind. Hätte ich das gemacht, dann wäre ich wahrscheinlich heute immer noch in dem Ding drin. Dann wären wir heute immer noch in dem Ding drin. Das ist nie ein Singleplayer-Spiel gewesen. Das war auch nie so gedacht, dass ich heute eher von mir rede, ist, weil die sich ja explizit gegen mich gestellt haben und von daher nicht zu meinem Team gehörten und deswegen auch nicht so behandelt werden. So ist es so. Ich würde heute definitiv so ein paar Sachen anders machen, auch in Richtung gucken, mehr Fokus darauf zu legen, möglichst schnell wieder mobil zu werden. Was ich am Anfang noch war, dass ich bin ja mit meinem Wohnmobil dahin und habe quasi mein Leben im Wohnmobil eingetauscht gegen mein Leben auf der Finca. So, ne, und auch wenn ich jetzt zwischenzeitlich nochmal für ein Jahr ein bisschen Mobilität hatte, ist mir die bis heute immer noch wieder abhanden gekommen. Was auch der Grund dafür sein wird, dass ihr dieses Setup das letzte Mal sehen werdet heute, weil ich hier jetzt auch weggehen werde, weil ich hier auch wieder nicht mobil bin und dadurch, dass ich nicht mobil bin, keine Aufträge annehmen kann, nicht tätowieren kann, nicht arbeiten kann, kein Geld verdienen kann. Und dadurch halt eben automatisch gerade abhängig von anderen Leuten werde. Und das fühlt sich nie gut an und ist einfach nicht mein Ding. Dann steht hier als nächstes, was habe ich jetzt davon? Was habe ich jetzt davon? Was habe ich jetzt davon, dass ich das gemacht habe? Sprich, würde ich das Ganze nochmal machen? Und ja, ich würde das auf jeden Fall nochmal machen. Ein bisschen anders, wie gesagt. Aber was ich jetzt davon habe, ist zum Beispiel eine Freundin wie die Martina. Und wenn das alles ist, das würde mir schon reichen als Grund dafür, es nochmal zu machen. Weil die Martina durch die Aktion im Fernsehen auf mich aufmerksam geworden ist, Kontakt aufgenommen hat und heute einfach zu einem meiner besten Freundinnen zählt, die ich überhaupt je gehabt habe und auch nie wieder vermissen will. Und
allein dafür hat sich das für mich so sehr gelohnt. Die Martina war da, als mein Hündchen in meinen Armen gestorben ist. Die Martina war da und hat mir gesagt, hey, du brauchst den hier nicht verbrennen zu lassen. Wir können den bei mir vergraben und dann kannst du den besuchen gehen und so. Und Martina war da in so vielen Situationen in den letzten 2 Jahren, wo es mir auch, ne, wo ich wie jeder andere durch diesen Corona-Scheiß irgendwie durch musste. Allein das, was ist es gar keine Frage, würde ich im Notfall alles sogar nochmal genauso machen. Auch wenn das viel gekostet hat, aber der Mehrwert, den ich dadurch in mein Leben bekommen habe, der ist unbezahlbar, der ist unbeschreiblich. Und Mehrwert ist immer noch was, was mir halt doch sehr viel wert ist mittlerweile. Ja. Ein Fazit, ein Strich unter dem Ganzen. Es hat einen Haufen Spaß gemacht. Ich habe mir, obwohl es echt eine Scheißzeit war, die mir dann halt die Trolle da gemacht haben, die es wirklich echt unmöglich gemacht haben, da dann halt im Frieden zu leben, habe ich es mir halt eben auch die ganze Zeit nicht nehmen lassen, trotzdem meinen Spaß zu haben, jede Minute zu genießen, wo ich nicht mit denen und deren Auswirkungen zu tun hatte. Ich erinnere mich wahnsinnig gerne an meine Morgen, wo ich nackig auf dem Tennisplatz den Sonnenaufgang damit verbracht habe, da Tennis zu spielen gegen die Wand einfach. Ich erinnere mich wahnsinnig gerne an meine Tage und Nächte auf Balkonia, auf meinem kleinen, super tollen Balkon, den ich da hatte. Ich werde ein paar Bilder einblenden, für die, die es nicht kennen, gucken. Irgendwo werde ich noch welche haben. Ich erinnere mich wahnsinnig gerne an etliche Leute, die ich da kennengelernt habe. Und auch dadurch kennengelernt habe. Da fällt mir zum Beispiel auch eine Yvonne ein, die ich auch das erste Mal wirklich gesehen habe. Nachdem ich das erste Mal auf der Finca war. Für die das allerdings kein Grund war, weiß ich hier ganz genau, dass du protestieren wirst hier. Ich weiß, wir hatten schon vorher Kontakt und du hattest den auch vorher schon angestrebt, aber irgendwie ist das dann halt erst dazu gekommen, als ich auf dem Boot war. Ist dann wieder eine andere Geschichte. Was habe ich zwischen diesen 2 Malen, wo ich auf der Finca war, gemacht? Habe ich auf dem Boot gelebt, das im Garten eines Freundes stand? Ja. Anderes Thema. Und ja, ich denke halt eben schon auch sehr, sehr gern immer wieder an gewisse Zeiten und Dinge zurück, die ich auf der Finca oder durch die Finca erlebt habe. Also im Ganzen war das für mich, auch wenn es mich echt scheiße viel gekostet hat, es hat mich eigentlich alles gekostet. Ich habe alles gesetzt und ich habe alles verloren. Mein Zuhause verloren, meine Reputation verloren und noch etliches mehr. Wo ich gerade jetzt nicht unbedingt drauf eingehe, weil das ein sehr persönliches. Ja, ich würde es nochmal machen. Ich würde es wieder tun. Und im Notfall, wenn ich keine andere Wahl hätte, auch tatsächlich nochmal genau so, wie ich es gemacht habe. Am liebsten würde ich es natürlich anders nochmal machen, aus all diesen Fehlern gelernt habend. Und so, ne? Aber es spielt jetzt einfach gar keine Rolle mehr. Wie es aussieht, hat sich jetzt jemand um das Grundstück gekümmert und kümmert sich auch darum, dass es nicht weiter verfällt. Und damit kann ich im Prinzip auch da ein Häkchen dran machen. Lebensraum gerettet. Und das ist die Aufgabe des IHR, des Intergalaktischen Hilfs- und Rettungskommandos, in dessen Rahmen und Namen ich diese Aktion überhaupt gestartet habe. Weil ich nämlich eben kein Hausbesetzer mehr bin, schon seit 2014, was halt eben von der Presse auch keiner wahrhaben wollte. Sie haben zwar alle geschrieben, dass ich das alles anders sehe, aber spielt für die Presse keine Rolle, wie jemand, der was macht, das sieht, was er macht, sondern für die Presse spielt eine Rolle, wie sich eine Story gut verkaufen lässt. Das ist halt auch was ich habe halt einfach sehr, sehr viel darüber gelernt, wie die Presse so funktioniert.
Ja, also überhaupt der Mainstream. Ne? Und dass man da halt eben definitiv nicht alles einfach so glauben sollte, was man da aufgetischt bekommt. Am besten gar nicht. Am besten sollte man immer alles hinterfragen. Immer. Egal, von wem man das hört. Das ist jetzt hier kein Mainstream-Bashing oder so. Das ist einfach eine generelle Information, die jeder mal gehört haben sollte. Am besten schon im ersten Schuljahr. Immer alles hinterfragen. Und ich war halt offensichtlich immer so einer, wodurch ich immer ein Störenfried war. Schon in der Schule. Weil wenn mir irgendwas nicht gepasst hat, habe ich nachgefragt. Es gab eine Lehrerin, die das zu schätzen wusste. Die hat das am Ende meines 12. Schuljahres, das ich in Amerika verbracht habe, sogar in mein Yearbook, in mein Jahrbuch reingeschrieben. Sagte, du warst definitiv der lehrreichste Schüler, den ich je hatte. Ohne deine Fragen hätte ich in diesem Jahr wesentlich weniger gelernt. Die war die einzige von all meinen Lehrern, die das positiv aufgenommen hat, dass ich ständig hinterfragt habe. Für alle anderen bin ich dadurch eher der Störenfried gewesen. Ja, kann man sich als auch zudenken, was man will. Ich schließe dieses Video mit meinem gewohnten Abschied und wünsche euch den Frieden. Mit dem Fried, wer den nicht kennt, einfach mein letztes Buch lesen. Verlinke ich hier. Dann gerne mehr dazu wissen und womit das in Verbindung steht und wer der Fried ist und überhaupt. Danke für eure Aufmerksamkeit, danke fürs Einschalten, danke fürs Teilen, Liken, weiter Dings, wie heißt das hier, abonnieren und sowas halt alles. Ihr kennt das alles, ne? Der Algorithmus und so. Bis denn.